Kanal von Kasch Mora. Heute gibt es schon Part 2 zur Idee Einsteigen nach den Ferien bzw. wie gestalte ich eine Kennenlernstunde. Und zwar habe ich heute auch wieder eine Version mitgebracht, die sich besonders gut anwenden lässt, wenn man eine Klasse nicht kennt oder vielleicht, wenn es sich um eine Klasse handelt, die nicht so redselig und kommunikativ ist, um hier also Redeanlässe zu schaffen. Idee Nummer 1 ist die Klopapierrolle. Vielleicht kennt ihr das schon, auch das habe ich schon ausprobiert und ist ziemlich witzig, dass man in die Klasse reinkommt mit einer Rolle Klopapier. Die kann man dann erstmal auf dem Lehrerpult schön platzieren und das wirft allein schon Fragen auf bei den Schülern. Was hat die jetzt heute mit uns vor, indem sie diese Klopapierrolle mit in den Klassenraum bringt? Und bevor man anfängt, vielleicht sogar noch am Ende der Pause, lässt man diese Klopapierrolle durch die Klasse wandern und fordert die Schüler schon mal auf, sie sollen sich mit Klopapier ausstatten. Und diese Aufgabe ist schon nett zu beobachten, wie die Schüler hier vorgehen. Ja, da gibt es den schüchternen Typ, der sich so ein Blättchen abreißt. Dann gibt es hier so den Machertypen, ja, vielleicht den dominanteren in der Klasse, der dann die halbe Rolle abwickelt. Aber die Schüler haben natürlich noch keine Ahnung, was es eben bedeutet, wie viel sie sich von der Rolle abmachen. Ja, dann beginnt die Stunde und man begrüßt sich und ja, bla bla bla. Und dann löst man ganz schnell auf, welche Bewandtnis es mit diesem Toilettenpapier auf sich hat. Die Art und Weise, wie viel solcher, ja, wie nennt man das eigentlich, Teilchen, Segmente, Toilettenpapierchen man sich abgerissen hat, spricht nämlich für die Redeanlässe. Also hat jemand drei Papierchen abgerissen, dann muss er beispielsweise drei Aspekte von sich selber erzählen. Oder man gestaltet das als ja, schönstes Ferienerlebnis, ja, so und so viel Teilchen Klopapier, 5 Stück, du musst ja, über 5 deiner schönsten Ferienerlebnisse berichten und so weiter und so fort. Und dann stellt sich eben schnell heraus, die, die nur 1 genommen haben, ärgern sich vielleicht, weil sie mehr erzählen wollen oder beziehungsweise sind ganz froh, dass sie nicht so viel reden müssen. Also auch das ist immer ganz lustig, die Klasse kennenzulernen, dass sich die Klasse untereinander besser kennenlernt und einfach das soziale Klima gefestigt wird. Probiert es einfach mal aus. Ich bin gespannt, wie ihr diese Idee findet. Und ich schicke gleich noch eine zweite Idee hinterher. Auch die ist eigentlich relativ bekannt. Ich selber habe sie noch nicht ausprobiert, habe es aber eben auch in diesem Sammelordner Ideen zum Einsteigen tatsächlich drin. Und zwar ist dieses die M&M-Methode oder Gummibärchen-Methode, würde ich das einfach mal nennen. Man braucht also eine große Schüssel mit unterschiedlich farbigen Gummibärchen oder Smarties oder M&Ms. Sorry für die Schleichwerbung. Und man gibt es in der Klasse herum und jeder nimmt sich so ein paar raus. Das kann man ja vorher festlegen. Nimm dir 3 unterschiedlich farbige oder einfach nur 3 Gummibärchen oder 5 oder wie auch immer, je nachdem, wie viele Gummibärchen man zur Verfügung hat und natürlich auch, wie groß die Klasse ist. Und dann kann man entsprechend der Farben natürlich steuern. Rot steht, ich erzähle was über meine Hobbys. Oder grün steht, wie ich die Ferien verbracht habe. Oder weiß steht dafür, was meine Ziele für dieses Schuljahr sind. Also auch hier kann man ganz individuell anpassen und so ein bisschen auf die Klasse eingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Idee bei den Schülern gut ankommt. Nicht nur weiß, was Süßes gibt, sondern eben auch, weil das so ein bisschen über die Farben durch den Zufall gelenkt ist und sicherlich in der kommunikativen Gesprächsrunde ganz gut für die erste Stunde nach den Ferien wirken kann. In diesem Sinne, schreibt auch wieder hier in diese Kommentare unten drunter, wie ihr meine Ideen findet, ob ihr das selber schon mal ausprobiert habt oder vielleicht mit welchen Methoden auch ihr besonders gute Erfahrungen nach den Ferien gemacht habt. In diesem Sinne, bleibt gesund, einen schönen Schulstart. Tschüss, eure Kasch Mora.